So, jetzt haben wir vieles gehört aus Politik und Wissenschaft. Jetzt wollen wir wissen, wie lässt sich das umsetzen in den Schulen. Jetzt brauchen wir ein bisschen Praxisbezug. Und dazu hätte ich gerne die Brigitte Finke, würde ich gerne hochbitten. Sie ist Leiterin des Annette von Droste-Hülshoff-Gymnasiums in Düsseldorf. Lehrer und Eltern haben im Annette gemeinsam das soziale Engagement im Schulprogramm festgelegt. Alle Schüler des 9. Jahrgangs haben dort die Möglichkeit, sich zu engagieren. Mit rund 50 Organisationen ist ein großes und tragfähiges Netzwerk entstanden. Kommen Sie an meine Seite. Morgen, Frau Finke. Sind Sie schon verkabelt? Nein, wird noch. Georg Gresshake ist bei uns, er ist Leiter des Berufskollegs West in Essen und zuvor war er mehrere Jahre Fachleiter am Studienseminar in Wuppertal für die Fächer Mathematik und Elektrotechnik. Er spricht aus der Ecke der Lehrerausbildung. Guten Morgen, wir haben uns auch schon gesehen. Anna zu Heiden ist bei uns, sie ist Lehrerin an der Marie Curie Realschule in Bottrop und unterrichtet Religion, Geschichte und Politik. In den 10. Klassen leitet sie die AG Sozialgenial im Ergänzungsunterricht. Und da gibt es eine Patenschaft für die Skateanlage im Ehrenpark. Und das Engagement der Schüler in sozialen Einrichtungen sind Schwerpunkte des Schulprojekts. Sie kommt aus, also mitten aus der Praxis. Jamil Werner ist bei uns. Er ist Schüler an der Janusz Korczak, wenn das denn so stimmt, Gesamtschule in Neuss. Er engagiert sich als Vorsitzender der Bezirksschülervertretung im Rheinkreis Neuss und war Vorstandsmitglied der Landesschülerinnenvertretung, Schülervertretung von NRW. Dr. Jutta Strütten ist bei uns. Sie ist Projektleiterin Service Learning bei der aktiven Bürgerschaft. Die Frau weiß alles. So, jetzt fangen wir an. Frau zu Heiden, sind Sie schon soweit? Sehr gut. Wie sind denn Ihre Erfahrungen? Erklären Sie mal oder erzählen Sie mal ein bisschen. Lohnt sich diese Eigeninitiative? Glaube ich. Mhm. Sozial genial Schulprojekte lohnen sich. Ist das laut genug? Ja. Könnt ihr das hochfahren noch? Ich versuche es nochmal. Es hört sich viel besser an. Sozial genial Schulprojekte lohnen sich sehr sogar. Es ist natürlich eine große Herausforderung, erstmal für Schüler als auch für uns Lehrer natürlich, weil bei mir in der Schule war es so, dass die große Frage im Raum steht: Was kommt auf uns zu? Was wollen wir erreichen? Aber die Planungstransparenz ist für uns Lehrer sehr wichtig, aber auch für die Schüler gewesen. Das Sozialgenial-Schulprojekt bei mir jetzt konkret an der Schule ist von 10-Klässlern entwickelt und gestaltet worden. Und zwar geht es um die Patenschaft am Ehrenpark. Der Ehrenpark ist in unmittelbarer Nähe der Schule, der bisher eher brach lag und ja, zu nächtlicher Stunde von dunklen Gestalten genutzt wurde, ich drücke es mal so aus. Und dieser Park in unmittelbarer Nähe unserer Schule, eines Seniorenheims und eines Kindergartens sollte einfach anders genutzt werden. Das hat sich die Stadt zur Aufgabe gemacht und Kooperationspartner gesucht. Wir als Schule sind da sofort beigetreten, das Seniorenheim als auch der Kindergarten, und wollten aus diesem Ehrenpark einen Mehrgenerationenpark machen. Wir als Schule haben dadurch diese Patenschaft des Skaterparks übernommen, was so aussieht, dass wir nach den Sommerferien, weil es dann ist die Fertigstellung gewährleistet der Skateanlage, zweimal in der Woche nachmittags eine Skate-Ausleihe veranstalten, Ansprechpartner für Schülerinnen und Schüler sind, aber auch für Ordnung in diesem Park sorgen und wirklich, dass der sinnvoll genutzt wird für die Jugendlichen, aber auch für die Kinder. Mehrgenerationenpark und Skateanlage, passt das zusammen? Sitzt der Opa dann auf der Bank und guckt den Skatern zu? Es wäre schön. Das wäre schön, okay, okay. Ein sehr schöner Ansatz. Wo sind die Haken bei sowas? Wenn Sie vielleicht nochmal einen Tacken lauter sprechen, oder? Kann das? Ja, ich versuche es. Ich schreie ja ein bisschen. Ich fühle mich dann wie in der Schule. Die Haken sind natürlich vielfältig, gerade wenn man erst einmal... Das ist der freundliche Mann vom Tod. Vielen Dank. bei der Planung stand erst einmal allerhand im Raum, was es zu beantworten galt. Die Planung ist das Wichtigste. Was nehmen wir uns vor? Was für Ziele haben wir? Und wo wollen wir als Schule, aber auch wo wollen die Schüler hin und was wollen die Schüler erreichen? Ab und zu gab es Motivationstiefs, wenn es doch nicht so schnell ging, wie die Schüler sich das vorgestellt haben natürlich. Die Skateanlage sollte eigentlich schon vor einem Jahr fertiggestellt worden sein. Dann ist natürlich die Motivation sinkt erstmal, da muss man dann wieder raus und ja, einfach den Schülern zeigen, das haben wir schon erreicht und es geht auch noch weiter.
Was ganz neu für die Schüler war, dass sie sich durchsetzen, wirklich. Die Schüler waren stellvertretend am runden Tisch der Stadt Bottrop und haben ihre Ideenvorschläge verbreitet. Und dort wirklich zu sagen, Moment, wir haben ja etwas zu sagen und es wird auf uns gehört, das war neu und da mussten die Schüler ganz viel einfach hinterstecken. Und da hakte es dann auch manchmal. Einfach diese Verantwortung, die die Schüler haben, war ganz neu für sie. Jamil, vielleicht können Sie da gleich was zu sagen, wie sich das anfühlt, wenn man dann was zu sagen hat an so einem Tisch und die Botschaft an Ihre Schülerinnen und Schüler. Ja, also grundsätzlich ist es einfach so, wenn man was zu sagen hat, ist natürlich ein tolles Gefühl. Vor allem, weil uns Schülern einfach viel zu oft unterkommt, dass uns viel zu viel vorgesetzt wird als vorgeschlagen. Und diese ganze Partizipation in Mitentscheidungsprozessen ist dann einfach auch mal was Tolles, weil man als Schüler eigentlich immer nur der Leidtragende ist. Und wenn man dann an einem Tisch sitzt und dann eine Stimme hat und irgendwie mit abstimmen kann, ist es natürlich super, wenn man auch nicht immer die Mehrheit hat, muss man dazu sagen. Und was geht dabei gar nicht, also bei solchen Projekten vielleicht? Also was? Ja, also was dabei gar nicht geht, ist immer so die Frage, es hängt ja viel, also jetzt in Bezug auf meine Arbeit, die ich im Bereich der Schülervertretung gemacht habe und mache, da hängt viel davon ab, kommt man gut mit Lehrern oder mit der Schulleitung klar, wird mal genehmigt, dass man auf einer Schülerratssitzung ist, wird genehmigt, dass man irgendwie mal außer Haus ist und irgendwo einen Workshop leitet. Und was halt überhaupt nicht geht, ist, wenn das nicht funktioniert. Also wenn diese Kommunikation nicht da ist und die Schulleitung das konsequent verbietet, dass man irgendwo hingeht, um sich zu engagieren. Und es gibt leider, das habe ich im Vorstand der Landesschülervertretung gemerkt, wir kriegen jede Woche bestimmt 3 Anfragen mindestens von Schülern, die sagen, da war irgendeine Konferenz, da wollte ich hin, mein Schulleiter, meine Schulleiterin hat mir das nicht erlaubt. Und das sind so Sachen, die gehen überhaupt nicht. Frau Finke, Sie haben schon einen ganz langen Weg hinter sich mit Service Learning. Was waren denn die Erfolgsfaktoren? Es ist eine Erfolgsgeschichte, kann man sagen. Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es eine Erfolgsgeschichte ist. Wir haben schon vor vielen Jahren begonnen mit sozialem Engagement, immer in solchen kleineren Projekten. Und jetzt ist es der vierte Jahrgang, der regelmäßig jede Woche sich sozial engagiert hat. Von wegen der glänzenden Augen kann ich wirklich dazu sagen, wir haben in der vergangenen Woche unsere Zertifikatsverleihung gehabt für die Schülerinnen und Schüler unseres 9. Jahrgangs und ich habe in 80 strahlende Augen geguckt. Das war ganz toll, sie waren begeistert, sie haben noch viel erzählt von den Projekten, die die Schülerinnen und Schüler da bearbeitet haben. Insofern kann ich schon sagen, mit der Freude und Begeisterung, die eben angesprochen worden ist, die ist da bei den Schülern, die ist schon da. Da muss ich allerdings sagen, sie ist nicht nur durch so ein Projekt da, sie ist auch an anderen Stellen der Schule da. Wichtig ist ja immer ja auch so eine Identifikation mit der Schule, schafft man zugegebenermaßen besser durch andere Projekte, durch den Unterricht auch. Da lache ich auch nichts auf meine Lehrer kommen. Der Unterricht soll auch Freude und Begeisterung verbreiten. Das wäre ein falsches Ziel, wenn man sowas nur über Projekte in anderen Bereichen erreichen würde. Wie hat sich Ihr Schulprofil damit verändert? Also genau. Sagen Eltern, die Kinder bei Ihnen anmelden, oder gibt es sowas? Oder? Also ich habe jetzt gerade bei Schülerinnen und Schülern bei Eltern, die für ihr Kind für den 8. Jahrgang zum Beispiel anmelden, da wird das dann so langsam angeleiert, da geht das los. Sie freuen sich, finden das ganz toll, dass auf ihre Kinder so etwas zukommen wird, stehen auch dazu. In den ersten Jahren hatten wir immer mal solche Zweifel in den Elternabenden, wo das Projekt vorgestellt wurde. Da soll mein Kind unbedingt noch hin. Ursprünglich gab es auch mal solche Überlegungen, sowas verpflichtend zu machen, aber davon sind wir völlig abgekommen. Wir erreichen eine sehr, sehr hohe Teilnehmerschaft, durchaus auch über die Freiwilligkeit, und das ist ja gerade bei sowas auch wichtig. Man kann sich nicht vorstellen, dass ein Schüler, ein Jugendlicher irgendwo alte Leute zum Beispiel betreut und macht das nicht freiwillig. Das kann es nicht sein. Aber das ganze Projekt ist so überzeugend für unsere Schüler, von den älteren Jahrgängen an die jüngeren. Inzwischen, die berichten denen ja auch, welche Erfahrungen sie gemacht haben, dass wir wirklich eine sehr, sehr hohe Teilnehmerschaft haben und die Schülerinnen und Schüler machen viel mehr, als sie eigentlich mussten. Wir hatten Schulwoche, wir haben ungefähr 50 Wochen, die sollten ursprünglich eine Stunde in der Woche sich sozial besonders engagieren. Ich habe mir jetzt die Zertifikate angesehen, da steht das auch drauf, wie viel die so gemacht haben. Da gibt es eine ganz, ganz große Anzahl Schülerinnen und Schüler, die 80, sogar über 100 Stunden sich engagiert haben über das ganze
Schuljahr hinaus. Und das ist eine ganz tolle Sache. Und natürlich ist das Ziel, wir haben es eben auch schon mal gehört, natürlich nicht in diesem einen Projekt zu bleiben, in dem einen Schuljahr, sondern darüber hinaus auch weiterzumachen. Und wenn man sieht, das ist bei uns ja in der Neuen angesiedelt, wie viel Engagement auch noch mit Projekten in der Oberstufe gemacht werden, denke ich, gehe ich auch davon aus, dass das passiert. Also das klingt toll. Gut. Funktioniert auch, muss ich dazu sagen, durch so eine große Mentorengruppe. Wir haben Mentoren, die setzen sich zusammen aus Eltern, aus Kollegen bei uns, die sich regelmäßig auch mit den Kindern treffen, die untereinander ihre regelmäßigen Treffen haben, was jetzt wichtig ist, was ansteht, in welcher Reihenfolge man vorgehen kann, wo man Kontakte knüpfen kann zu außerschulischen Einrichtungen, mit denen man zu arbeiten kann oder auch mit Firmen, wo Hilfe da ist. Das funktioniert gut und da bin ich ganz froh und stolz, dass das funktioniert. Also die Identifikation mit dem Projekt ist klasse und man hat natürlich dann auch eine höhere Identifikation mit der Schule, was ja durchaus auch ein großes Ziel ist. Ja, das ist natürlich gewollt, das ist klar. Mhm. Herr Gresshake, jetzt auch noch Social Learning, stund bestimmt so mancher Lehrer. Ne? Wie holen Sie den dann ran? Wie holen Sie die ins Boot? Was müssen die auch mitbringen? Ich würde gerne an der Stelle anfangen, was Sie mitbringen. Ich bin Leiter eines Berufskollegs und Berufskolleg bedeutet, Schüler kommen oft nur sehr kurz in die Schule. Das heißt, wenn sie im Berufsschulunterricht sind, kommen die im Block oder das heißt zwei Wochen, dann gehen sie vier Wochen in Betrieb. Schule ist nicht der Lebensraum für Berufsschüler. Das muss man einfach sagen. Der Betrieb ist da, die haben sich entschieden und wollen ihren Beruf lernen. Ich habe natürlich auch vollzeitschulische Bildungsgänge. Wenn ich jetzt auf die Schüler gucke, und auf das Engagement, also andersrum, was, wenn an meiner Schule etwas läuft, und da gibt es natürlich Projekte, da gibt es natürlich Projektwochen, dann sind die Schüler, die Erfahrungen im Service Learning haben oder aus Verbänden kommen, aus Jugend, das sind die Träger, die das bewirken. Das sind auch diejenigen, die es schaffen, Arbeitsgruppen zu organisieren, Lerngruppen zu organisieren, um erheblich besser durch den Stoff zu kommen. Also diese Kompetenzen, die die Schüler mitbringen an der Stelle, sind die, die wir als Berufskolleg nutzen. Das kann man ganz genau festmachen. Ich habe jetzt vielleicht ein etwas witziges Beispiel. Beim letzten Abi-Scherz wurde ich dann angekettet. Und dann wurden ein unglaubliches Szenario aufgeführt. Die Lehrer mussten mich befreien. Aber das war so präzise vorbereitet. Und als ich junge Menschen fragte, woher sie denn diese Kompetenzen haben, dann kam daraus kirchlicher Jugendverband, Sportverband, Freizeitleiter. Das waren alles Menschen, die genau diese Kompetenzen hatten. Und das ist etwas, wo ich sage, davon profitieren wir als Berufskolleg ganz erheblich. Und diese jungen Menschen bringen im Endeffekt auch die Qualität rein. Das heißt, ich bin eher Abnehmer und nicht Gestalter als Berufskollegslehrer. Was ein anderer Punkt ist, der mich ganz massiv bewegt in letzter Zeit, ist, dass Schüler, die zum Beispiel bei mir in einem Berufsorientierungsjahr sind, das sind jetzt vielleicht nicht die, die hier sitzen, das sind die ohne Hauptschulabschluss. Die haben Kompetenzen, die bringen Kompetenzen mit und ich würde denen aufgrund dieser Kompetenzen auch den Hauptschulabschluss zuerkennen. Denn dass die vielleicht nicht die Klammerregeln bis zum Letzten können, das ist mir völlig klar. Aber die haben andere Eigenschaften, die für unsere Gesellschaft wichtig sind. Wenn ich denen die bescheinigen dürfte, dann glaube ich, kommen wir nochmal erheblich weiter. Und mich ärgert vor allen Dingen, dass zum Beispiel in Firmen dann solche Einstellungstests gemacht werden. Und ich wette mal, 50% meiner Lehrerinnen, die nicht Mathematik, Lehrerinnen und Lehrer, die nicht Mathematik und können den auch nicht. Natürlich nicht. Ja? Und deshalb werden die ausgesiebt. Und das ist ein Ärger. Ich meine, wir müssten auch mit den Firmen an der Stelle, also erstmal mit dem Ministerium, klar, ja, ich möchte dafür meine Schule Land zu brechen. Ja, was heißt das denn, Bildung oder Abschluss? Da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Und ich meine, da gibt es viele Kompetenzen, die man bescheinigen kann und wo man auch sagen kann, das ist ein Hauptschulabschluss. So, jetzt darf ich doch auf den zweiten Aspekt kommen, weil Sie gesagt haben, Lehrerbildung. Ich war lange Zeit im Studienseminar Fachleiter für Mathematik und elektrische Energietechnik. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht etwas, aber Mathematik verstehen die meisten ja. Und, ja, wir haben eben gehört, dass, es gibt ja so eine Postkarte, Mathe ist ein Arschloch, also er hat es nur wissenschaftlicher ausgedrückt. Ne? Die Erfahrungen sind, dass die Kollegen und Kolleginnen, die sozial engagierte Biografien haben, dass die in die Stunden reingehen, die haben eine Sensibilität. Da gibt es ganz viele Dinge, die wir nicht mehr
fördern und fordern müssen und an denen wir arbeiten müssen, sondern da gibt es noch handwerkliche Dinge. Also Lehrerausbildung mit Menschen, die sich sozial engagiert haben, ist sehr einfach. Und deshalb plädiere ich auch dafür, dass, jetzt höre ich auch sofort auf, ich habe auf dem Weg hierhin noch mir mal die Standards für die Lehrerausbildung durchgelesen, da stehen bestimmte Kompetenzen, die Lehrer brauchen, überhaupt nicht drin. Und das ist die Tragik. Da gibt es natürlich heute Portfolioarbeit und da werden auch neue Richtungen angedacht, aber ich meine, dass die wahren Kompetenzen, die Lehrer brauchen, gerade im Servicelernen erreicht werden können. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, das muss man natürlich auch sehen. Klar. So geht's für euch auf. Danke. Frau Schröten, Sie haben ganz viel Erfahrung gesammelt in ganz vielen Schulen. Wie gelingen Projekte besonders gut? Ja, also kann man mich so verstehen? Ich habe das. Okay, ja. Also ich würde sagen, ich mache das ganz kurz, weil die Zeit ja schon so weit vorangeschritten ist. Das ist mein Job. Ja, ich weiß. Ich orientiere mich da mal an dem, was Professor Oelkers vorhin gesagt hat: die Ziele nicht zu hoch stecken. Also wenn ich mit in Lehrerkollegien Service Learning vorstelle und sage, Sie sind herzlich eingeladen, bei uns mitzumachen, dann sage ich, gucken Sie erstmal, schätzen Sie das, was schon da ist. Es gibt also super Projekte, die man schon macht in der Schule. Reden Sie im Kollegium miteinander, dann kommt man nämlich ins Gespräch und sagt, Mensch, wir machen das und ich kenne da jemanden und hast du nicht eine Idee? Machen Sie die Ziele ganz pragmatisch. Also lieber erstmal mit einem kleinen Ziel, in Anführungszeichen, anfangen. Und wenn das nämlich gut gelungen ist, dann kann man was draufsatteln. Und das wäre für mich so wirklich so ein, wir reden ja heute Nachmittag auch nochmal darüber, wie das im Einzelnen dann geht. Aber das wäre so ein Einstieg, wo ich sagen würde, da kann man viele erreichen und auch wirklich schulformunabhängig. Das klang jetzt ja schon ein paar Mal an. Die Jugendlichen, die befragt worden sind in der Studie, haben gesagt, sie wollen mal eben kurz die Welt verändern. Das finde ich ist eine gute Idee. Ich danke sehr für die Runde. Jetzt hören wir nochmal die Stadtstreicher.